Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schoki Panuki Daily. Warum Daily? Deine Tagesdosis Angeberwissen jeden Tag auf diesem Kanal. Das macht Sinn. Schoki Panuki New Television. Ich habe mich schon ewig gefragt, warum Daily? Ja. Warum Daily? Und heute haben wir den 31. Juli. Hat da eigentlich auch jemand Geburtstag am 31. Juli? Gibt es sowas? Das musst du mir erzählen. Ne? Und zwar Joan K. Rowling. Joan K. Rowling. Da ist sie. Rowling, ja. Rowling, Rowling. Ja. Genau. Kennt man, weil... Harry Potter. Harry Potter. Und der Stein der Todessterne. Ja, der hat ganz viel. Nee, Rückkehr der Hexenjäger. Ja, Harry Potter schlägt zurück. Harry Potter und das nächste Jahrtausend. Ja, so ungefähr. Ja. Harry Potter 4. Harry Potter 4, der Kampf des Jahrhunderts. Also hier, Harry Potter, Joan K. Rowling, geboren am 31. Juli 1965. Ja, am 31. Ganz kurz. Weißt du eigentlich, wie das entstanden ist? Also sie hatte ja schon, Harry Potter hat sie ja schon geschrieben gehabt, aber sie hatte kein Geld, ja, das schon. Um es bei dem Verlag sozusagen in Auftrag zu geben, dass da Bücher draus entstehen und so weiter und so fort. Und eine sehr enge Freundin von ihr hat gesagt, weißt du was, ich helfe dir. Hat ihr das Geld vorgeschossen. Rowling ist damit, wie jeder weiß, wirklich durch die Decke geschossen, hat diese Filme produzieren können, die Bücher haben sie verkauft wie die Hölle. Sie hat richtig Kohle verdient. Und als Dankeschön hat sie ihrer Freundin, die ihr damals sozusagen das Ganze ermöglicht hat, ein Haus gekauft mit allem drum und dran. Ach. Mit Mann, mit Kindern, mit Hund, mit Rechnung, mit Hypothek. Ja, alles dabei. Mit Fluglärm, mit Kloake, mit Unkraut, was du willst. Ehrlich. Alles dabei. Mit Balken, wo sie sich dann später aufgehängt hat, allem drum. Mit Hausbesetzer, alles dabei. Alles gewesen. Dabei. Alles. Das hat sich die wirklich mal geleistet. Die Wildsau, der Hausbrand, der Versicherungsbetrug, alles war dabei. Ihre Freundin hat sie das alles. Finde ich gut. Ja, hat sie gut gemacht. Ja, finde ich gut. J.K. Rowling. Ja. Am 31. Juli. Am 31. Juli. Wer ist das denn? Ist auch. Sag mal, wer ist das denn? Mr. Fliege? Sag ich dir gleich. Oh, ich weiß es. Ich weiß es. Wer denn? Ich weiß es. Einer von den drei Stooges. Nein? Nein. Das ist. Ein Wissenschaftler. Antoine de Saint-Exupéry. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Namen. Ja, der ist der Autor von Der kleine Prinz. Nee. Yay. Echt? Ja. Der sieht aber so aus, als wäre er selbst kleiner Prinz. Der ist am 31. Juli 1944 gestorben. Ah, nicht geboren. Kann es sein, dass er auf die Idee für dieses Buch gekommen ist, indem er einfach mal morgens nach einer kleinen Morgenlatte beim Pinkeln runtergeguckt hat und sich gedacht hat, oh der kleine Prinz. Ja, wahrscheinlich so war das, ja. Durchaus möglich. Aber am 31. Juli liegt schon ein bisschen länger zurück. 1588 ist nämlich die englische Flotte in den Ärmelkanal rein und hat die spanische Armada angegriffen. Und sie besiegte sie. Und das war damals einem, es kam einem Wunder gleich, denn die Spanier waren absolute Seeweltmacht. Die hatten wirklich alles in der Tasche. Und die Engländer waren so auf Platz 2, kurz nach den, ich weiß nicht, Äthiopiern vielleicht oder so. Auf Platz 2 nach den Spaniern. Vor den Äthiopiern. Ja, vor den Äthiopiern. Genau. Also England war jetzt nicht so groß, aber die Spanier, die hatten richtig viel Bums und die wurden frech. Und die wollten nach England und die wollten England platt machen und, verstehst du? Da den Spiso de Torero einführen, wenn du verstehst, was ich meine. Richtig. Aber die Engländer hatten das Wetter auf ihrer Seite und sie hatten die richtigen Admiräle auf ihrer Seite und da haben sie die spanische Armada BÄM! Gespatzt. Richtig gespatzt, aber so von links und von rechts und ohne Gleitmittel. Richtig weggespatzt. Ja, genau. Das war am 31. Juli. Aber am 31. Juli haben wir auch ein weiteres berühmtes Geburtstagskind. Oh, und die wer? Ich? Nein. Oh. Und die nicht ganz so Jungen unter euch werden sich an ihn erinnern. An Sascha. Louis de Funès. Ah, richtig. Louis de Funès. Louis de Funès. Saugeil. 1914 geboren, am 31. Juli. Mit seinen Filmen sind wir klein geworden. Ja, aber der ist erst im Alter von 53, glaube ich, ist er erst, mal gucken. Berühmt geworden. Ja, berühmt geworden. 53 genau ist er mit dem ersten Film erst rausgekommen und vorher hat er irgendwie so kleine Theaterstücke gespielt und sowas. Und was er auch gemacht hat, der ist auf Messen gegangen und hat dort auf Messen hat er halt den Kasper gespielt für den Messeaussteller. Und das fanden die alle total cool und ist dann immer gebucht worden auf diesen Messen. Daher auch das Sprichwort auf Messen schneide. Merkt euch das. Louis de Funès, Brust oder Keule? Louis der Geizkragen. Die Abenteuer des Rabbi Jakob. Die Abenteuer des Rabbi Jakob. Louis und die außerirdischen Kohlköpfe.
Was noch? Drei Bruchpiloten in Paris, lese ich hier gerade. Ja, ich wollte gerade sagen. Der Gendarme von Saint-Tropez. Das war der erste übrigens. Ja, wobei die ersten waren nicht ganz so. Nein, aber die war, haben ausgereicht, um ihn berühmt zu machen. Und später die Geizkragen-Serie? Serie? Das waren nur zwei Filme. Nein. Doch. Der Geizkragen gab es nur einen. Der Geizkragen gibt es nur einen. Ach, hör auf. Ja, ja. Und das war aber alles ziemlich kultig. Ja. Joe hasch mich, ich bin der Mörder. Da kommt auch dieses, was ich, nein, oh, kommt das her. Hm. Ja, jetzt sind wir schlauer. Und in vielen Filmen hat seine tatsächliche Ehefrau auch mitgespielt. Ja, ja, also fast jeden. Die leider vor ihm verstorben ist. Ja, so ist das. Ist das ja auch. Louis, du warst einer der ganz, ganz, ganz französischen. Richtig, ja. Aber sauber, so sauber, sauber gesagt. Ja. Morgen sehen wir uns wieder. Warst du schon? Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Ja, wenn es das schon war. Und morgen ohne Pujan. Dann sage ich auch Tschüss. Wir sehen uns.